Mannheim, Hauptbahnhof, 20 Uhr. Schichtbeginn für die Bundespolizisten Marco Leninger und Claudio Gläser. Und zwar mit einer Einsatzbesprechung. Der Grund? An Bord eines ICE befindet sich ein mit Haftbefehl gesuchter Straftäter. Zunächst ist uns gemeldet worden von den Kollegen in Frankfurt, dass in den Intercity, der Richtung Mannheim fuhr, ein allen bekannter Taschendieb eingestiegen ist. Und der Verdacht also bestand, dass er auch hier wieder Diebstähle begehen könnte im Zug. Und es war auch der Hinweis da, dass noch eine zweite Person dabei war, deren Identität zu dem Zeitpunkt noch unbekannt war. Der Zug erreicht Mannheim in 15 Minuten. Hier sollen die Polizisten den Straftäter und seinen Komplizen festnehmen. Wie viele Leute sind wir draußen? Insgesamt zu sechs. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall die Lindehof-Unterführung abdecken und den Posttunnel. Die zweite Streife an der Rolltreppe und die dritte Streife an die westliche Unterführung. Dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Sollte er nicht aussteigen und angetroffen werden, dann fangen der Claudio und ich auf, von der Zugspitze durchzugehen, geben aber das Kommando. Der Zugriff muss genau geplant sein, denn es gibt brisante Informationen von den Kollegen aus Frankfurt. Es ist bekannt, dass der Mann relativ gefährlich ist. Er hat schon mehrere gewalttätige Übergriffe auf Zugbegleiter begangen. Und da müssen wir entsprechend vorbereitet sein. Der Bahnsteig ist relativ lang. Mit einer Streife können wir das Ganze nicht abdecken. Deswegen gehen wir jetzt mit drei Streifen raus, um möglichst den Gesamtbereich vom Bahnsteig abzudecken. Und wenn die Person festgestellt wird, wird er umgehend festgenommen, weil, wie gesagt, zwei Ausschreibungen bestehen wegen Raubes und anderen Delikten. Die Beamten positionieren sich am Bahnsteig. Jetzt ist wichtig, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat. Also wir zwei gehen jetzt hoch an die Zugspitze. Ja, wenn man drin antrifft, wird er gleich festgenommen und Vorsicht, der ist bewaffnet wahrscheinlich. Wegen der zweiten Person müssen wir aufpassen. Wegen der zweiten Person aufpassen. Ja. Fährt ein. Ja. Fährt ein. Ach gut, wie weit geht denn der? Also für uns war nach der Überprüfung, die wir ja gemacht haben in unserem System, klar, es lag ein Delikt vor, aufgrund dessen er gesucht wurde, das schon erheblich war. Also es war ein Verbrechen, ein Raub. Und das ist dann schon eine ganz andere Dimension von einer Straftat. Zudem war uns bekannt, dass er schon zigmal wegen Vermögens- und Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist und auch gegenüber Polizeibeamten und dem Zugbegleitpersonal entsprechend, wenn er aufgeflogen ist bei seinen Taten, gewaltsam vorging. Er setzte mehrfach Tränengas, Pfefferspray ein und da war das für uns dann schon eine Situation, da geht dann schon das Adrenalin hoch. Beim Aussteigen können die Beamten den Mann nicht entdecken. Ist er ihnen entwischt? Marco, ich bewege mich zu dir, jetzt langsam. Komm, da gehen wir rein. Wir hatten auch vorher schon abgesprochen, sollte er nicht erkannt werden von uns auf dem Bahnsteig, dass wir dann mit einer Streife in den Zug gehen und den Zug quasi von der Zugspitze zum Ende ablaufen und dann versuchen, ihn dann festzunehmen. Die gesuchte Person könnte sich in Wagen 7 oder 8 aufhalten. Maria, ich sitze bei den Eingängen. Beeil dich mal, hier vorzukommen. Ja, wir machen von vorne her durch. Nach kurzer Suche entdecken sie einen Mann, der dem Gesuchten ähnlich sieht. Ist das der Verdächtige? Zeigen Sie mal, komm, ganz kurz den Ausweis, bitte. Personenkontrolle, ganz kurz. Fehlalarm. Alles klar, Entschuldigung. Mittlerweile nähern sich die Beamten dem Wagen, in dem sich der Mann und sein Komplize aufhalten sollen. Ja, wir kommen vom Wagen 6 durch zu Wagen 7. Hi. Guten Tag, Personenkontrolle. Ihren Ausweis bitte. Nein, nein, Sie. Ausweis bitte, Herr. Sie sind vorläufig festgenommen, ja? So. Erkläre ich Ihnen gleich draußen aus dem Zug. Kommen Sie mit, erst mal die Tasche leer machen, ganz kurz. Moment, langsam. Nehmen Sie mir die Jacke. Ja, schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wir wissen, was das für ein Mann ist, ja? Dass er auch gegenüber Kollegen und anderen Leuten, Reisenden und dem Zugbegleitpersonal Gewalt angewandt hat. Mit Tränengas, mit Hilfsmitteln, teilweise mit Messern. Und da ist die Motivation dann schon entsprechend hoch, diesen Mann auch dann dingfest zu machen. Mehr ist da nichts dabei? Ja, ich sag's Ihnen nur. Deswegen schaue ich nach. Ja, kein Problem. Aha, da haben wir das Erste. Okay. Da drehe ich mal kurz um. Haben Sie Gepäck dabei? Jacke. Die Jacke? Die habe ich. Das gehört Ihnen noch? So, also bitteschön.
Ja, was ist denn? Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, wir stellen da hier durchsuchen gleich. Komm, ja, komm da hier, stellt noch einmal. Komm. Nee, noch nicht. Die Beamten wissen, dass der vermeintliche Straftäter fast immer Waffen bei sich hat. Beendet ist der Einsatz damit noch lange nicht. Der zweite fehlt noch. Nein. Der zweite fehlt noch. Stopp. Schließe mal den Geschwind. Den unbekannten Komplizen konnten die Beamten bisher noch nicht ausfindig machen. Es wurde uns mitgeteilt, dass eine zweite Person noch reist von Frankfurt hierher Richtung Mannheim. Und die Person war unbekannt. Und dieser Person wollten wir natürlich habhaft werden, weil uns bekannt ist, dass dieser von uns Festgenommene oft in Begleitung weiterer Personen Diebstähle begeht. Und für uns war es dann natürlich wichtig zu wissen, ja, wer ist diese Person? Der ICE muss in 2 Minuten weiterfahren. Die Beamten müssen den Mann jetzt schnell finden. Ihr einziger Anhaltspunkt, eine grobe Personenbeschreibung der Kollegen aus Frankfurt. Haben Sie einen Fahrausweis? Haben Sie eine Fahrkarte? Ja. Zeigen Sie mir die bitte mal kurz. Geht gleich weiter. Marco Linninger überprüft die Reisedaten des Mannes. Diese stimmen mit denen des Festgenommenen überein. Volltreffer. Ich muss Sie bitte leider kurz mit rauszukommen. Alles Weitere erkläre ich Ihnen dann draußen. Laut eines Fahrgastes hat der Mann das Abteil mit dem Festgenommenen betreten und sich während der Fahrt mit ihm unterhalten. Ein junger Mann hat sich dann gemeldet und hat dann gesagt, vorne sitzt er. Und tatsächlich, wir haben ihn dann überprüft. Und anhand seines Ausweises und seiner Vorstrafen wussten wir dann, dass es der Begleiter war. Für beide Männer endet die Reise erstmal auf der Mannheimer Bahnhofswache. Dort müssen die Beamten feststellen, ob die zweite Person tatsächlich der Komplize des vermeintlichen Straftäters ist. Bei dem Festgenommenen ist die Sache dagegen klar. Er geht ohne Umwege in die Zelle. Machen wir gleich mal die Zelle. So, mal rein. So, ziehen Sie noch mal die Jacke aus, bitte. Irgendwas einstecken? Alles leer machen. Mach ihm die Handschließe ab. Er kann alles selber ausziehen. Alles ablegen, dann wird er nackt gemacht. Dann durchsuchen wir ihn. Gut. Ziehen Sie mal die Jacke aus. Dann legen Sie alle Gegenstände, die Sie dabei haben, hier auf das Bett. Nach 2 oberflächlichen Durchsuchungen im Zug und auf dem Bahnsteig geht es nun ins Detail. Aus gutem Grund, wie sich gleich herausstellt. Alles leer? Okay, dann stellen Sie sich bitte gerade kurz an die Wand. Der Mann ist für gewalttätige Übergriffe auf Beamte bekannt. Deshalb tasten ihn die Bundespolizisten noch mal von Kopf bis Fuß ab. Und tatsächlich. Die Beine ein bisschen auseinander. Gut, also wir haben jetzt bei dem Festgenommenen mehrere Gegenstände gefunden. Unser sicheres Vorgehen war schon angebracht. Wie es sich darstellt, hat er also ein Messer dabei gehabt. Und auch noch eine kleine Taschenlampe. Er ist als Taschendieb bekannt. Mehrfach schon in Erscheinung getreten. Und es ist die typische Manier, dass die Leute mit entsprechend kleinen Taschenlampe Nachtzüge betreten, ja, und dann die Abteile öffnen und dann die schlafenden Reisenden bestehlen. Deswegen hat er auch sein ganzes Zubehör dabei. Und das ist das Typische. Und auch das Messer hat uns gezeigt, dass man extrem vorsichtig sein müsse bei ihm, weil er schon wegen entsprechender Gewaltdelikte in Erscheinung getreten ist. Den mutmaßlichen Komplizen haben die Beamten inzwischen identifiziert. Die Person ist mehrfach als Begleitperson, was Taschendiebstähle oder Diebstähle in jeglicher Form betrifft, aufgetreten. Und deswegen war es jetzt mal vonnöten, das wurde natürlich abgesprochen im Voraus, dass die Person im polizeilichen Fahndungssystem auch erkennungsdienstlich behandelt wird. Das heißt, die Beamten speichern umfangreiche Daten von dem Mann. Dazu gehören Fotos sowie seine Hand- und Fingerabdrücke. Diese Informationen gehen noch am selben Tag in die bundesweite Polizeidatenbank. Wir haben den Verdacht, dass die Person mit Diebstählen in Verbindung gebracht wird, vielleicht sogar selbst Diebstähle durchführen will. Deswegen haben wir ja eben diese erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Wir haben dann aber keine rechtliche Handhabe, die Person länger festzuhalten, wenn diese ED-Behandlung abgeschlossen ist. Und deswegen wurde die Person auch wieder auf freien Fuß gesetzt nach dieser Maßnahme. Also hier ist Ihr Reisepass. Ihre Dokumente nehmen Sie bitte auch wieder alle mit. Ihre Fahrkarten von gestern, ja, und dieses Dokument auch. Dankeschön. Gut, dann können Sie gehen. Dankeschön. Wenn noch irgendwas sein sollte, werden Sie von uns hören, ja? Dann noch einen schönen Abend, gell? Dankeschön. Also, auf Wiedersehen. Auch wenn der Mann harmlos und unschuldig wirkt, hat er es faustdick hinter den Ohren. Etliche Straftaten gehen auf sein Konto.
um hier mögliche Tatverdächtige oder mögliche Taten aufklären zu können. Was für uns wichtig, dass wir die Personalien und die Bilder von ihm vorliegen haben, um diese dann auch den Geschädigten möglicherweise, weil er reist die ganze Zeit schon mit der Bahn zwischen Mannheim und Frankfurt am Main, ihn dann identifizieren zu können für Straftaten. Zurück in der Zelle des festgenommenen Mannes. Der bleibt definitiv erstmal in Haft. Doch damit will er sich nicht abfinden. Die Schuhe aus. Wenn mich etwas nicht gut zu tun geht. Jetzt bleiben Sie da sitzen, ich komme gleich zu Ihnen. Ja, die Tür machen wir zu, dann können Sie urinieren. Wenn eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung besteht, dann muss der junge Mann ins Gefängnis. Und das wird jetzt wahrscheinlich die Konsequenz sein, dass er hier in die JVA nach Mannheim überführt wird, wenn alle polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen sind. Vorher muss Marco Lininger dem Mann den Grund für die Verhaftung nennen und ihn über seine Rechte aufklären. Dann kommen Sie kurz mit raus. Ich belehre Sie dann kurz, welche Rechte da Sie haben. Ich erkläre es Ihnen nochmal. Sie sind vorläufig festgenommen. Sie werden gesucht vom Bundeskriminalamt. Es liegt eine Ausschreibung wegen Raubes gegen Sie vor. Wo? Vom Ausland. Was? Lassen Sie mich aussprechen. Ah, ja. Lassen Sie mich aussprechen. Ausland. Genau. Auf jeden Fall, Sie sind definitiv vorläufig festgenommen. Was? Sie bleiben, Herr langsam. Sie bleiben heute Nacht hier bei uns in der Zelle. Morgen früh fahren wir Sie rüber zum Haftrichter, ja, der Ihnen dann den Haftbefehl eröffnen wird, ja, und wird Ihnen auch sagen, wie das Ganze weitergeht. Der gebürtige Serbe hat seinen Wohnsitz nicht nur in Serbien, sondern auch in Frankreich und der Schweiz. Dort ist er immer wieder als Taschendieb straffällig geworden. Es ist ein internationaler Haftbefehl und bleibt er bei uns im Gewahrsam, wird morgen früh dem Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Und der entscheidet dann letztendlich, ob der Festgenommene freigelassen wird oder ob er in Haft geht. Der Mann wird also so lange in Haft sitzen, bis die Angelegenheit des internationalen Haftbefehls geklärt ist und er ausgeliefert werden kann.